Willkommen zurück. In diesem Video machen wir mit dem Fenster exponentielle Abnahme vom Arbeitsblatt weiter. Damit haben wir ja bereits im letzten Video begonnen. Ziel des Videos ist es, eine wichtige Vorstellung zu entwickeln, und zwar: Exponentialfunktionen beschreiben eine wiederholte Prozentrechnung. Im letzten Fenster haben wir schon beantwortet, dass die Funktion f von x streng monoton fallend ist. Nun kommen wir zum ersten Beispiel, also zum ersten Punkt des Beispiels. Und hier steht die Frage, um wie viel Prozent ist f3 kleiner als f1? Versuch zunächst die erste Aufgabe selbstständig zu lösen und pausiere dann dazu das Video. Wir werden danach gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also die Frage lautet, um wie viel Prozent ist f3 kleiner als f1? Um das zu beantworten, berechnen wir zunächst mal die Werte von f1 und f3. Ich habe hier die Lösungen bereits vorbereitet und f1 ist ungefähr 37,8 und f3 ist 30,62. Gut, wenn wir nun berechnen wollen, um wie viel Prozent ist f3 kleiner als f1, dann müssen wir f3 durch f1 dividieren. Warum diese Reihenfolge und warum nicht f1 durch f3? Naja, es ist ganz einfach so, dass wenn man zwei Werte durcheinander dividiert, dann beschreibt der untere Wert 100%. Das heißt, was wir hier berechnen ist, wie viel Prozent sind f3, also wie viel Prozent sind die 30,62, wenn f1 100% sind. Genau. Und hier, falscher Stift. Und hier halten wir als Lösung dann 0,18, also 81%. Nun wissen wir, f3 sind 81%, wenn f1 100% sind. Damit wissen wir jetzt aber auch noch nicht, um wie viel Prozent f3 kleiner ist als f1. Dazu müssen wir noch die Differenz zwischen den Prozenten berechnen. Das heißt, wir rechnen 100% minus die 81% und dann erhalten wir als Ergebnis 19%. Somit wissen wir, f3 ist um 19% kleiner als f1. Versuch nun, die zweite Aufgabe selbstständig zu lösen. Hier steht die Frage, um wie viel Prozent ist f6 kleiner als f4? Du kannst dabei gleich vorgehen wie in der ersten Aufgabe und pausiere dazu bitte erneut das Video. Gut, lösen wir die zweite Aufgabe wieder gemeinsam. Ich habe hier bereits die Lösungen vorbereitet, f von 4 und f von 6. F von 4 ist 27,56 und f von 6 ist 22,32. Nun wollen wir wieder berechnen, um wie viel Prozent ist f von 6 kleiner als f4. Das heißt, wir dividieren f von 6 durch f von 4 und erhalten als Ergebnis wieder 0,18. Das heißt, die Lösung sind wieder 19%, wie schon im ersten Beispiel. Nun, bei der dritten Aufgabe sollen wir nun berechnen, um wie viel Prozent ist f von x plus 2 kleiner als f von x. Du kannst dabei sehr ähnlich vorgehen wie in den Beispielen 1 und 2. Probiere das zunächst wieder selbstständig zu rechnen und pausiere dazu das Video. Gut, also wie auch schon vorhin, dividieren wir einfach die kleinere Zahl durch die größere. Das heißt, wir rechnen f von x plus 2 durch f von x. Und wir wissen ja garantiert, dass f von x plus 2 kleiner ist als f von x, weil unsere Funktion streng monoton fallend ist. Das heißt, hier haben wir 42 mal 0,9 hoch x plus 2 durch 42 mal 0,9 hoch x. Ich mache hier den Bruchstrich schnell länger. Das Ganze können wir auch schreiben als 42 mal 0,9 hoch x mal 0,9 hoch 2. Weil wenn wir das rückwärts lesen, bei Multiplikation mit gleicher Basis werden Hochzahlen addiert. Wir haben die Rechenregel hier einfach rückwärts angewandt. Und unterhalb bleibt alles gleich. 0,9 hoch x. Das heißt, wir sehen hier bereits, dass wir hier einiges kürzen können.
42 und 42 und 0,9 hoch x und hier. Und übrig bleibt uns dann nur 0,9 zum Quadrat und das ist genau 0,81. Also wieder ist unsere Antwort 19%. Das heißt, f von x plus 2 ist um 19% kleiner als f von x. Hiermit mit Stern habt ihr noch eine Zusatzfrage markiert. Und zwar sollen wir hier zeigen, dass die Division von g von x plus Delta x durch g von x nicht von x bzw. c abhängt. Das heißt, wenn wir diese Division durchführen, dann kürzt sich alles, alle Terme mit x und alle Terme mit c kürzen sich raus. Du kannst, um das zu beweisen, um das zu zeigen, gleich vorgehen wie beim dritten Punkt des Beispiels. Versuch das zunächst wieder selbstständig und wir werden nach der Pause die Lösung gemeinsam besprechen. Gut, wir sollen zeigen, dass der Term g von x plus Delta x durch g von x nicht von x bzw. c abhängt. Ich habe hier die Lösung bereits vorbereitet und wenn du sie dir genauer durchlesen willst, kannst du dazu gerne das Video passieren. Ups, das hier soll ein Delta x sein. Du wirst dabei erkennen, dass wir hier genau gleich vorgehen wie beim dritten Punkt. Was können wir daraus schließen? Was lernen wir daraus? Wir sehen also, dass unsere Änderung, unsere prozentuelle Änderung, nicht von x und c abhängt, sondern nur von a, ich markiere das hier schnell, nur von a und Delta x. Das heißt, die prozentuelle Änderung, die passiert, hängt nur von unserer Basis ab und von den Anzahlen der x-Schritten, die wir gehen. Hier war es jetzt bei allen Beispielen so, dass wir immer zwei x-Schritte gegangen sind. Hier sind wir von 1 auf 3 gegangen, das heißt, unser Delta x ist 2 x-Schritte. Das heißt, wir können die prozentuelle Änderung direkt berechnen, nämlich mit 0,9 hoch Delta x, also hoch 2. Wir erhalten sofort die Lösung, 0,81. Und so hätten wir bei Punkt 2 und Punkt 3 ebenfalls vorgehen können. Das heißt, wir lernen daraus, dass eine Exponentialfunktion eigentlich nur eine wiederholte Prozentrechnung ist und dabei bleibt für gleiche x-Schritte die prozentuelle Änderung immer gleich. Also hier gehen wir immer 2 x-Schritte, also haben wir immer eine prozentuelle Abnahme von 19%. Wenn wir immer nur einen x-Schritt gehen würden, also Delta x immer auf 1 legen würden, dann hätten wir eine prozentuelle Abnahme von 10%, weil wir immer mal 0,9 dazu multiplizieren. Das war's für dieses Fenster. Im nächsten Video geht es mit dem nächsten Fenster vom Arbeitsblatt weiter.